sir. One toke, you poor fool. Sweet, sweet Mary. Wait till you sweet, see those goddamn Mary. Batsmen. Bye. Let's give the boy a lift. What? No! Wait! We can't stop here. This is Bat Country. Servus und willkommen zurück in der Bundesfilmanstalt zu einem neuen Video, Unboxing-Video, Produktvorstellungsvideo, nennt es wie ihr es wollt. Und heute schauen wir uns das Warner Steelbook zum Film The Batman mit Robert Pattinson hier als Bruce Wayne bzw. Batman an. Der Film ist ja durchaus in aller Munde und ich wollte ihn natürlich jetzt auch sehen. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, sondern musste jetzt praktisch warten, bis das Ganze auf Disc erschienen ist im Endeffekt. Und ich habe mir jetzt dieses Steelbook hier aus Italien bestellt. Denn da ist der schon ein bisschen früher rausgekommen. Erzähle ich euch gleich ein bisschen was dazu, was auch die Unterschiede sind zur deutschen Veröffentlichung. Gleich eins vorweg, hier ist auf der 4K UHD auch deutscher Ton mit drauf, auf der Blu-ray nicht, soweit ich weiß. Es ist ein Zwei-Disc-Set. Die deutschen Steelbooks haben im Gegensatz dazu noch eine Bonus-Disc, die hier fehlt. The Batman ist ein Film aus den USA, aus dem Jahr 2022, ganz neu, von Regisseur Matt Reeves. Der hat natürlich so einiges gemacht. Ja, Cloverfield zum Beispiel, den ich sehr, sehr gerne mag. Oder auch den einen oder anderen Planet der Affen-Teil. Ja, und hier haben wir in den Hauptrollen Robert Pattinson mit dabei. Und da muss ich sagen, ich meine, es ist im Vorfeld schon viel diskutiert worden. Robert Pattinson, taugt der überhaupt als Batman? Ich meine, der letzte Batman, den wir hatten, war Ben Affleck in diversen Filmen. Und ja, den fand ich auch völlig in Ordnung. Auch wenn ich sagen muss, dass ich persönlich großer Fan der Dark Knight Trilogy von Chris Nolan bin. Natürlich hier mit Christian Bale als Batman. Fand ich immer sehr gut. Ich mag die Dark Knight Trilogie sehr gerne. Ich bin eigentlich gar nicht so der Comic-Verfilmungs-Fan. Ich mag eigentlich tatsächlich, also auch von gerade von diesen ganzen Comic-Helden, ich mag eigentlich nur Batman wirklich. Ich mag auch den Joker. Ja, also ich mag eigentlich die Batman-Filme. Mit allen anderen Superhelden kann ich gar nicht so viel anfangen. Vor allem mit Superman überhaupt nicht. Den mag ich gar nicht. So diese total übermächtigen Superhelden, das ist nicht mein Ding. Und hier Marvel schaue ich auch überhaupt nicht. Aber The Batman, hat mich auf jeden Fall interessiert. Ich persönlich muss sagen, ich meine, ich habe inzwischen den ersten Teil von Twilight, ich habe ihn mir mal angetan, zusammen mit meiner lieben Frau. Und es war ja nicht so prickelnd, muss ich sagen. Das ist halt der Schrott, der Film. Es tut mir leid. Ich habe ihn bis vor kurzem noch gar nicht gesehen gehabt. Und bin wirklich, also ich bin sehr unvoreingenommen reingegangen, aber es war gruselig scheiße. Er ist langweilig und doof und ja. Aber Robert Pattinson, und das weiß vielleicht der eine oder andere, der hat sich in den letzten Jahren durchaus gemausert und vor allem, er war in einigen sehr durchaus auch etwas spezielleren Filmen zu sehen. Das muss man ja auch sagen. Tenet war jetzt auch der letzte, auch von Chris Nolan. Den habe ich persönlich noch nicht gesehen. Den muss ich mir ja noch, erst noch reinziehen. Aber The Devil All the Time zum Beispiel, den fand ich sehr, sehr gut. Oder vor allem auch den sehr, sehr großartigen Der Leuchtturm, wo er wirklich glänzen konnte, meiner Meinung nach. Deshalb Robert Pattinson, ich muss sagen, sehr guter Schauspieler inzwischen in einigen Filmen. Deswegen habe ich mir schon gedacht, okay, so auf den ersten Blick vielleicht nicht, denkt man sich, oh, das soll Bruce Wayne sein. Aber es war tatsächlich deutlich besser als gedacht. Mit dabei ist auch Zoe Kravitz als Catwoman, ja. Die auch sehr, sehr gut gespielt hat. Paul Dano als The Riddler hat seinen Job auch gut gemacht. Und Colin Farrell als Pinguin tatsächlich, ja. sehr, sehr schön.
Und Andy Serkis, mit Andy Serkis gibt es ein Wiedersehen. Ja, der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen. Er ist natürlich Gollum aus den Herr der Ringen und Hobbit-Filmen und er spielt hier Alfred, den Butler von Bruce Wayne. Und insofern sind wir besetzungstechnisch hier durchaus gut unterwegs, muss ich sagen. Und ganz insgesamt kann ich tatsächlich für den Film eine Empfehlung aussprechen. Ich würde ihn tatsächlich gleichsetzen mit der Dark Knight Trilogy von Chris Nolan. Er ist vielleicht sogar in dem einen oder anderen Bereich fast noch ein bisschen besser. Ich will es nicht sagen, dass Robert Pattinson ein besserer Batman ist als Christian Bale. Ja. Aber er spielt einen sehr, sehr, sehr guten jungen Batman einfach. Ja. Man sieht hier, das ist noch so ein bisschen, das sind hier so die Anfänge von Batman. Ja. Und es ist auch alles noch nicht so perfekt. Auch das Kostüm ist noch nicht so perfekt. Es ist alles nicht so perfekt. Und das trifft auch ganz generell auf den Film zu. Es ist alles so ein bisschen hier reduziert auf das Wesentliche. Also wir haben hier kein völliges Action-Explosionsfest, CGI-Fest, überhaupt nicht, sondern tatsächlich ist das mehr oder weniger eine Detektivgeschichte, ein Krimi ja schon fast, ja. Und ich meine, ich kenne die Comics nicht, aber ich habe mir sagen lassen, dass das durchaus eine gewisse Nähe zu den Comics hat, ja, so wie auch Batman hier dargestellt ist. In dem Film. Wie gesagt, das ist alles nicht so perfekt. Die Kostüme, auch vom Batman, auch vom Riddler. Das ist alles sehr reduziert und sehr charmant, ja, tatsächlich. Es wird sehr viel Wert auf die Dialoge, auf die Story gelegt, die allerdings, das muss man auch dazu sagen, in 3 Stunden erzählt wird, knapp 3 Stunden. Das ist schon ziemlich lang. Ich muss auch sagen, ist mir eigentlich auch ein bisschen zu lang. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht ein noch längerer Director's Cut oder was auch immer raus. Das wäre, glaube ich, einfach zu viel des Guten. 3 Stunden ist schon nicht ohne. Er hat sehr, sehr viele, auch sehr ruhige Passagen drin. Und ich meine, das muss man natürlich immer mögen. Mir hat sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, wir sehen einige interessante Figuren, eben den Riddler, und auch den Pinguin eben. Und am Ende gibt es dann noch so einen kleinen Kurzauftritt eines anderen Schurken, den wir natürlich auch schon kennen. Ich möchte es euch jetzt nicht spoilern, aber ich hoffe eigentlich, dass auch das Ende, liegt es ja schon fast nahe, dass hier vielleicht noch der ein oder andere Film mit Pattinson als Batman vielleicht erscheinen könnte. Ich persönlich würde es toll finden, denn mir hat er gut gefallen. Wie gesagt, wenn man einfach mal weggeht von diesem Knallbonbon-bunten Zeug, was Marvel und so weiter uns kredenzt. Ja, es fehlt hier halt dieser Humor, den viele Filme jetzt haben, von diesen Superheldenfilmen, DC, Marvel, was auch immer. Ja, er ist sehr viel ernster, düsterer, ja, und das Ganze, ja, war für mich, hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Also ich kann für The Batman eine Empfehlung aussprechen und auch für alle, die jetzt mal gesagt haben, boah, den Pattinson, den will ich nicht sehen, da ist Milchbubi, dem ist er schon lang entwachsen. Und ich kann euch nur raten, wenn ihr Twilight geschädigt seid, werft mal einen Blick auf den einen oder anderen Robert Pattinson-Film, es könnte sich tatsächlich für euch lohnen. Ja, und jetzt schauen wir uns aber mal noch natürlich das Steelbook an. Hier aus Italien, das 4K-Steelbook. In Deutschland gibt es sogar, glaube ich, 2 verschiedene Motive, 4K-Steelbooks. Wie gesagt, das jetzt das aus Italien. Und bei Warner, bei den Steelbooks, da muss man immer so ein bisschen Erwartungshaltungsmanagement betreiben. Es gab schon das eine oder andere recht kritische Video auf YouTube hier. Und ich habe jetzt nicht groß geschaut, wie die Bewertung hier von anderen ist, aber ich habe schon mitbekommen, dass da, ja, dass das Steelbook jetzt nicht unbedingt super positiv bewertet wurde. Sagen wir mal so. Wir haben da natürlich eine J-Card außenrum. Die ist hier hinten mit, ihr seht es, mit Klebepuppeln. Die Folie ist schon ab, weil ich den Film natürlich schon geschaut habe. Deswegen ist da die Folie schon ab. Man kann den Klebepuppel natürlich abnehmen. Dann kann man das so umklappen nach da vorne. Und dann kann man das da anno, die Klebepuppel abpuppeln. Ja, so irgendwie. Und dann haben wir hier
die J-Card, wo natürlich oben drauf steht hier 4K UHD The Batman, also und Blu-ray. Und so sieht das Ganze dann von hinten aus. Ihr werdet natürlich jetzt nicht so viel lesen können, weil das natürlich hinten alles in Italienisch draufsteht. Ein paar Bilder sind mit drauf, was man alles braucht hierfür, um Ultra HD zu schauen. Na, genau. Und das Tolle ist, wir haben hier eine, hier steht es bei 4K, bei den Sprachen Dolby Atmos True HD in Italienisch, in Englisch und in Tedesco, was natürlich Deutsch ist, ja, also deutsche Dolby Atmos Tonspur auf der 4K UHD, auf der Blu-ray anscheinend nicht, zumindest steht es nicht drauf. Ja, so. Und da unten gibt es noch hier so einen schönen Echtheitszertifikat und hier ist der Barcode. Altersfreigabe steht hier gar nicht drauf, ich glaube, das ist ab 12. Ich glaube, ja. Ab 12. Soll es nicht so sein, schreibt es mir in die Kommentare, weil es ist mir wurscht, was er für Altersfreigabe hat. Also einfach hier eine J-Card rum und fertig. Und dann kommt hier das Steelbook zum Vorschein und ich muss jetzt sagen, so auf den ersten Blick, mir hat auch das Motiv eigentlich recht gut gefallen, muss ich sagen, in Rot und Schwarz und bringt auch so ein bisschen dieses Düstere rüber. Im Film selber ist auch einiges so in Rot gehalten. Also es passt, es zieht sich so ein bisschen durch. Tatsächlich. Und wie gesagt, ich habe nicht viel erwartet von dem Steelbook selber, weil ich habe die letzten Steelbooks von Warner, die ich die letzte Zeit bekommen habe, die waren ehrlich gesagt jetzt nicht so der Knaller. Aber um es nett auszudrücken, ne? Auch gerade vom Druck her. Aber ich muss sagen, das Motiv gefällt mir eigentlich. Und ich muss auch sagen, der Druck selber, der ist nicht so sparsam wie bei anderen Steelbooks bei Warner. Die jetzt, wenn ihr mal jetzt schaut, wir halten jetzt das Licht rein, das ist natürlich matt. Das mag ich eigentlich. Ich finde matte Steelbooks völlig in Ordnung, aber ich finde jetzt nicht, dass, ne, es sind natürlich eine Fussel dran da. Also das ist jetzt wirklich Fusselzeug. Also kein Macken oder sowas. Und ich finde jetzt vom Druck her, das ist jetzt nicht so, dass jetzt da das Blech richtig nur durchkommt. Also das ist schon relativ satt bedruckt und man hat so einen gewissen leichten Metallic-Schimmer drauf. Aber was wir halt nicht haben, sind richtig schöne metallische Schimmereffekte oder sowas. Das gibt es halt gar nicht. Das haben sie sich quasi, es wäre halt da schön gewesen, gerade da bei den Lichter da zum Beispiel. Oder auch, man hätte auch sehr, sehr schön, was sich angeboten hätte, dass man jetzt den Schriftzug The Batman zum Beispiel in Glanzlack mit drauf macht. Das hätte sie wirklich angeboten. Das hätte enorm das Steelbook aufgewertet. Man muss ja nicht jetzt mal eine Prägung drauf machen, aber da so eine Glanzlackierung, die wäre natürlich schon schön gewesen. Es ist so auch okay. Schaut auch gut aus, da mit der Fledermaus drin. Überall ist ja schön, dass wenig überhaupt das Schriftzug drauf ist und Batman da im Vordergrund. Also ich finde es jetzt vom Motiv her wirklich in Ordnung und ich finde auch vom Druck her, da habe ich schon viel Geschisseneres gesehen bei Warner. Also das ist natürlich jetzt nicht, dass ich sage, oh Gottes Willen, was für ein geiles Steelbook, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, ja, oder so. Nein, ist es nicht. Das ist das Bein und da kommt natürlich schon ein bisschen ein Scheiß zum Vorschein. Jetzt muss ich mal schauen. Fokus. Falls das fokussieren will oder auch nicht. Das will halt wieder überhaupt nicht fokussieren. Wenn ich meine Pfoten da ein bisschen aufbaue. So, jetzt haben sie es natürlich so gemacht, dass der Batman-Schriftzug da nicht in der Mitte ist. Warum? Weiß ich nicht. Da ist es halt, ich meine, Warner, was ist denn los mit euch? Das ist halt scheiße, das schaut halt kacke aus. Also das stört halt meinen inneren Monk schon auch ziemlich, dass das nicht, das gibt halt auch keinen Grund dafür, das ist halt einfach behindert. Entschuldigung, was soll denn das? Also das schaut halt scheiße aus da. Und auf der Rückseite haben wir jetzt vor allem ein paar Fingertapper drauf, weil ich da jetzt umeinander geschmiert habe. Ja, ist es halt so. Ja, und ein paar Macken haben halt auch schon, da wo die Farbe ein bisschen abplatzt ist. Das ist jetzt, glaube ich, kein Fusselzeug, aber ich meine, es ist halt so. Und da hinten haben wir den Riddler. To the Batman steht drauf. Ja, das ist okay. Nur hinter Unschärfe im Hintergrund und das ist scharf im Vordergrund. Schaut fast ein bisschen plastisch aus, muss ich sagen. Das ist natürlich nicht schlecht. Da, wenn man es jetzt richtig, wenn man richtig auf die Kacke hauen will als Label, dann lässt man das da prägen. Ja.
den Schriftzug. Aber mein Gott, das ist jetzt wirklich schon, ich meine, das hätte wahrscheinlich überhaupt nicht kein Level gemacht. Wahrscheinlich nicht. Da unten stehen noch Credits, die kann man, das ist natürlich immer scheiße, die kann man sich eigentlich ersparen, aber es ist halt so, sie sind halt drauf. Also das ist schon in Ordnung. Ich meine, jetzt schaut euch das einmal an, machen wir es einmal auf. Also das ist natürlich kein durchgehendes Motiv, aber in Rot durchgezogen, wie gesagt, die Schrift auf dem Spine, das ist halt, das hätte schon gern mittig sein dürfen, weiß nicht, was das soll, aber ja, okay. Aber auch der Druck, das ist schon in Ordnung. Das ist jetzt nicht so, dass, wie gesagt, dass da das Blech nur durchschaut oder so. Da habe ich schon wirklich, wirklich, wirklich Schlimmeres gesehen von Warner. Also, ne? So. Und dann ist das so, ja, Werbezeug drin, Batman, Lego, Kram, Figurenzeug, ja, so. Dann haben wir, ja, jetzt fehlt da die Disc, ja, ich bin ja auch blöd, ne? Und wie von Zauberhand ist die Disc schon da. Ja, die sollte man natürlich vorher, wenn man schon so eine Produktvorstellung macht, vielleicht vorher aus dem Player rausholen. Also, da haben wir zwei Discs natürlich drin. Einmal die hier, das ist die 4K UHD. Na, schlicht bedruckt. Mei, ist so. Und da hinten haben wir die Blu-ray in Rot. Ansonsten gleiches Logo. Andere Farbe. Und dann haben wir da den Innenprint. Und der ist, das Motiv ist eigentlich, ja, ich meine, da haben sie das Auto drauf gemacht. Ich hätte vor allem erst gedacht, dass mir das Auto überhaupt nicht gefallen wird. Aber ich muss trotzdem sagen, das kommt im Film schon irgendwie cool rüber. Mir gefällt es. Das ist halt auch so ein bisschen rudimentärer, nicht so High-Tech. Also es ist schon High-Tech, aber nicht so High-Tech wie jetzt der Tumbler oder das eine oder andere Batmobil. Deswegen alles ein bisschen reduzierter einfach. Ne? Und so schaut es dann aus, das Motiv. Ja, ich meine, der Druck ist nicht schlecht. Er ist ein bisschen dunkel. Ich meine, der Film ist generell dunkel, aber das hätte man, das ist nicht, man sieht es halt ein bisschen schlecht. Das Tray ist natürlich nur ein bisschen trüb. Ja, aber da habe ich auch schon schlimmere. Ich meine, es ist ein farbiger Innendruck und die Qualität ist in Ordnung. Ja, Motiv kann man drüber streiten. Von vorn wäre es vielleicht ein bisschen schöner gewesen, wenn man das Auto gesehen hätte in irgendeiner Form oder so. Oder Charaktere oder was auch immer, aber ich finde es in Ordnung. Also das ist jetzt nicht irgendwie scheiße oder so. Da habe ich schon deutlich, auch gerade bei Warner, schon deutlich Schlimmeres gesehen im Innendruck. Deswegen, ja, ist das schon okay. Packen wir das alles wieder rein und dann sind wir nämlich durch mit dem Nachgezu, mit dem Steelbook. Ja, my two cents dazu. Das Ding hat jetzt kostet 30 Euro bei Amazon Italien. Kommt noch ein bisschen Versand mit dazu, 33 Euro irgendwas um den Dreh. Die Deutschen kommen ja erst jetzt Anfang Juni, am 2. glaube ich, kommen die raus, 2. Juni. Ich meine, das ist jetzt auch nicht mehr lang hin, da kann man sich jetzt auch nur das deutsche Blu-ray Steelbook ist inzwischen schon ausverkauft. Gefällt mir vom Motiv her nicht so gut. 4K, ich glaube, eins von die 4K Steelbooks gibt es bei Amazon gerade noch, kostet 35 Euro. Und das andere ist eh schon ausverkauft mit dem Motiv, das deutsche mit dem Motiv ist eh schon ausverkauft. Jetzt muss man sich überlegen, die 4K, die normale Emery, kostet Stand jetzt 30 Euro bei Amazon. Ja, und das ist, ich meine, jetzt muss man mal wirklich über die Preisentwicklung einmal sprechen. Wenn ich jetzt sage, da ist jetzt praktisch kein Unterschied, die Emery in Deutschland kostet 30 Euro, das Ding in Italien kostet 30 Euro. Ja, ich meine, ist klar. Ne? Ich glaube, dass die Blu-ray schon fast 20 Euro kostet. Also preismäßig, die hauen schon richtig auf die Kacke da bei Warner. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, alles wird teurer. Nur jetzt muss ich auch dazu sagen, bevor man sich jetzt da beschwert über den Preis, wenn ich jetzt sage 30 Euro 4K, wenn ich schaue, was gekauft wird im Bereich Mediabooks und so weiter für teilweise deutlich mehr Geld an geschissenen, Entschuldigung, ich muss es so sagen, an geschissenen Repacks mit der geschissenen Bildqualität, also wo ich nicht einmal die Bezeichnung Blu-ray in den Mund nehmen will und da zahlen Leute 35, 40 Euro dafür. Denn technisch, das muss ich jetzt auch ganz klar sagen, technisch ist die 4K super, das Bild ist super.
Und ich meine, ich habe kein HDR. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es HDR toll ist oder nicht toll ist, aber ist 4K, das ist gestochen scharfes Bild. Der Dolby Atmos Ton ist wirklich gut. Also ich kriege da technisch einfach wirklich das, was im Moment rauszuholen ist. Ein gutes Bild und eine super Soundqualität. Klar, Dolby Atmos zu Hause ist für die allermeisten vielleicht gar nicht so relevant. Für mich natürlich schon, gerade bei solchen Filmen auch, die sehr atmosphärisch sind. Wir haben hier einige Szenen, die auch in Musikclubs und so weiter spielen. Es macht einfach wahnsinnig viel her. Oder wenn es regnet oder so. Es ist einfach super. Deswegen passt es auf jeden Fall. Und da muss ich wirklich sagen, da ist die Kritik an anderer Stelle noch mehr angebracht als hier. Ich meine, 30 Euro, das ist ein Haufen Asche, brauchen wir überhaupt nicht reden und ob es das wert ist und ob man für 4K und so weiter so viel Geld ausgeben muss, das ist schon teuer. Ja? Aber wenn man das einfach in Relation setzt, was für Preise derzeit wirklich für Schrott aufgerufen werden, und damit meine ich jetzt nicht Verpackung, ich schaue in erster Linie die Filme an, da muss ich dann wirklich sagen, da ist das ja sogar noch, ja, geht eigentlich. Ich meine, das ist jetzt keine super Schönheit, das Steelbook. Ja, tun wir nichts weg. Aber wie gesagt, von der technischen Seite her, ich meine, 25 Euro hätten es auch getan, braucht man nicht reden. Aber in Relation, meiner Meinung nach, ist das nur in Ordnung. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sind nämlich jetzt durch. Habt ihr den Film schon gesehen? Wie steht ihr zu Robert Pattinson? Mögt ihr Comic-Verfilmungen? Mögt ihr DC? Mögt ihr Marvel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem, wie euch das Video gefallen hat. Ich verlinke euch hier wieder ein bisschen was zum Anschauen. Hier gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Und Servus. Natürlich hier mit Fuck.